So, neue Folge. Wir sind ja dabei, jetzt mit dem Schiff zu fliegen, so wie ich es verstanden hatte. Und deswegen steigen wir dann hier einfach mal auch ein, ne? Nachdem wir ja so gut wie alles hier gemacht haben. Das Schiff sieht gut aus. Hatte recht. Sliro hat ein Todesmal auf mich ausgesetzt. Puh, 400.000 Credits. Müssen wir uns was einfallen lassen, bevor sie Rickbash uns findet. Okay, da geht's auf Klo. Nehmen wir einfach mal das Zockerwürfel. Ganz schön viel. Könnte nützlich sein. Neuer bahnbrechender Treibstoff. Sicher, dass es fliegt, Wacker? Das wird sie. Das wird sie. Wahrscheinlich. Hört sich gut an. Wahrscheinlich. Verschwinden wir von hier. Opa. Okay, die Koordinaten kommen rein. Hab sie. Immer sachte mit der Steuerung, ja? Sei gut zu dem Schiff. Klar, ich hab's kapiert. Elera, diese Koordinaten sind nicht für die Raumstation. Zuerst brauchst du einen Weg hinein. Wir haben einen Frachter auf dem Weg zur Station ausgeschaltet, der Sansana geladen hatte. Sansana, also Gewürz. Erst wenn es verarbeitet ist. Hol es ab. Gib dich als Lieferant aus. Was soll eigentlich der Schrott hier draußen? Dafür kannst du dich bei den Sonnenwinden bedanken. Aber keine Sorge, das Schiff kommt mit allem zurecht. Oh, klar. Nice. Da ist das Schiff. Schieß die Fracht frei. Bring uns näher ran, während ich den Fangstrahl aktiviere. Das gehört uns! Gebt die Fracht frei oder sterbt! Piraten, das hat uns gerade noch gefehlt! Sie dürfen nicht die Ladung treffen! Ich weiß, Wacker! Wir müssen kämpfen! Ich krieg die Fracht nicht zu fassen, während sie auf uns schießen! Beschützt die Bahnbrecher! Ich hab... Das ist unser Glückstag! Zwei Schiffe zum Ausschlachten! Noch mehr? Oh, komm schon! Wir wollen das zuerst! Auf uns. Ach komm. Die Bahnbrecher sind fast. Oh, komm schon. Das ist schon tricky mit dem Kämpfen. Den Rest der Fracht.
Jetzt haben wir San Sana an Bord. Ich gebe die Koordinaten der Raumstation ein. Das wird schon. Das wird schon. Oh. Also, da wollen wir einbrechen. Ja. Mach einfach nichts Verdächtiges, okay? Weißt du was? Ich deaktiviere die Bordwaffe. Nur für den Fall. G-Klasse hatte Probleme und wir mussten für ihre Lieferung auf dieses Schiff ausweichen. Lieferung von kostbaren Mineralien. Äußerst legalen Mineralien. Folgen Sie der TS-Karte zu Andockbucht 3 zur Inspektion. Inspektion? Zumindest sind wir drin, oder? Was stehlen wir hier überhaupt, Ilera? Nichts. Ihr tilgt Schulden. Jedes Syndikat in Mirogana schuldet Gouverneur Torden Geld. Die Aufzeichnungen dazu befinden sich auf dieser Station. Also, ich finde den Datentresor, lösche die Schulden der Pikes und Torden glaubt, sie hätten seine Daten gehackt. Daten löschen, die Pikes beschuldigen. Und Crimson Dawn gewinnt. Warum habe ich das Gefühl, dass ihr Lehrer uns benutzt? Weil es Crimson Dawn ist. Und sie es tut. Ja, ab geht's, ne? Okay, das wird hart. Es ist noch nicht zu spät, um die Fracht zu übergeben und zu verschwinden. Nein, ich brauche Ersatzteile für mein Schiff und nur so bekomme ich sie. Wir ziehen das durch. Wir müssen. Also ich soll einfach... Was? Die Imps ablenken, während du den Datentresor suchst? Gute Idee, Wacker. Ich schleich mich zur Hintertür raus. Na gut. Boah, was hab ich uns da eingebrockt, Nix? Auch gut. Wir schleichen uns raus und wir müssen suchen einen Grund. Unbemerkt. Der nächste Auftrag wird besser. Warum muss ich mich den ganzen Tag mit Verbrechern rumschlagen? Thank you.
Order. Oh, bitte, bitte. Offizieren am Boden. Und dann lösen jetzt Alarm aus. Haltet die Augen offen. Verdächtig. Ich brauche eine Ablenkung, Max. Ich habe doch keine Paranoia. Wer hat dieses Biest durchgelassen? Hush, hush! Ich kann diese Biester nicht ausstehen. Wegtreten. Mein Truppführer ist nach der Schlacht von Hood befördert worden. Dabei haben wir nicht einen Rebellen gesehen, ehrlich. Aha. Bleibt in Funkkontakt. Ende. Glaubst du, die ersetzen uns durch Druiden? Zurück an die Arbeit! Nichts zu vermelden. Guten Tag, willkommen auf der Bahn. Ja. Gut, die Kosten falsch etikettiert. Wir übergeben sie daher in imperiale Obhut. Wir gehen davon aus, dass sie den Herr zu schätzen wissen. Das ist eine verstärkte Dura-Stahl-Packung. Gute Deckung. Leichter, wenn ich es Ihnen zeige. Kommen Sie rein. Sehen Sie diese Laserkanone? Das ist eine Dymac LC-5. Warum kann ich nicht mit Tom persönlich sprechen? Der Gouverneur ist äußerst beschäftigt. Sie kennen den Preis für eine Eilzertifizierung. Worauf erwartet seine Ware noch heute in Mirogana? Sie wissen, wie das läuft. Zahlen Sie ein bisschen was drauf. Alter. Aber macht schon irgendwie geil Spaß. Geil Spaß von ihm. Wir sind drin. Auf einer Konsole findet sich sicher ein Grundriss. Dann finden wir den Datentresor. Auf geht's und... Achso. Wer auch immer eine Sansana-Ladung im Lüftungskanal abgestellt hat, bitte wenden Sie sich an das Wartungspersonal, wenn sich niemand darum kümmern kann. Wenn sich niemand darum gekümmert hätte, hätte das Gelände gesagt katastrophal enden können. Okay, hier gibt es nichts zu machen, das heißt, wir gehen am besten wieder zurück. Dann drunter können wir nicht, also wieder zurück. Hier ist auch nichts zu machen. Wir sehen, dass da drinnen vor allem was ist, oder kommen wir auch nicht ran? Auch nicht mit nix. Thank you.
Also hier kommen wir hoch, aber da ist auch nichts. Oder? Natürlich auch. Ich kann das öffnen. Wir wollen den Umsatz, das verstehe ich. Aber ist es das Risiko wert? Du kannst dich jederzeit versetzen lassen. Mach das Terminal kaputt, Max. Aber du hast dich alles lieb gewöhnt. Das geht dein Kampf sehr einfach, oder? Was soll ich sagen? Torben macht es einem nicht leicht wegzugehen. Was ist das denn? Das ist Showtime. Jetzt alle, bevor hier irgendein Alarm ausgelöst wird. Wir haben alle. Eines Butternecks. Also, Datentresor. Oh nein. Der Wartungsbucht. Alles klar. Öffnen wir diese Tür. Also, ich dachte, die macht jetzt irgendwas kaputt. Okay. Die Offizierin inspiziert die Waren. Hast du die Daten gefunden? Nein, beschäftige sie. Ich dachte gerade, Mirogana gehört den Pikes. Statt ihre Schulden zu löschen, könntest du Crimson Dawn anschwärzen, Gorak alles erzählen und eine Belohnung kassieren. Ihr Lehrer hintergehen? Denk mal drüber nach. Was hält sie davon ab, sich dein Todesmal zunutze zu machen? Hey, ich hab dir nie von meinem Todesmal erzählt. Sowas spricht sich rum, Kay. Oh, warte, sie kommt zurück. Letzte da auch weg ist. Ja, aber der letzte will nicht weg. Das heißt, wir machen dann. Wo ist nix? Genau, immer noch nichts zu berichten. Ja, der andere muss sich umdrehen, dann lenken wir den ab. Überwältigen ihn schnell. Verstanden. Bisher alles gut. Na komm. Zeit, sie abzulenken, Nix. Scheuch das weg! Hm? Aufpassen! Ein Eindringling! Hier nach, Nix! Schnell sabotieren. Gehen dann hier runter. Geben Sie sich besonders Mühe. Hier steht bald eine Inspektion an. Das muss man mir nicht zweimal sagen. Ich erinnere mich noch ans letzte Mal als... Ich fasse es nicht, dass wir diese Lieferung wegwerfen mussten. Trocken auch nicht. Perfekt. Also gut, es ist wohl Zeit für mich zu gehen.
Aber wo lang? Mega, gehen wir hier einfach mal lang. Oh. So. Funktioniert. Könnte ich den Leichen theoretisch auch wegtragen? Ne, so weit wurde nicht gedacht. Heuristischer Prozessor. Was hacken? Zweimal sogar. Oh, das ist mein Lieblingsdings. Deaktivieren. Verlassen. Dann muss ich, glaube ich, da lang. Ja. Ist gar nicht so schlecht hier. Was mache ich hier? Wie ihm bekannt sein sollte, wird die Intrepid in Bälde anlegen und Admiral Vanir persönlich wird uns mit seiner Anwesenheit beehren. Ihr Befehl lautet, zu Diensten zu sein und die Intrepid so schnell und effektiv wie möglich zu betanken und dabei so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf unsere Nebenoperationen zu lenken. Okay. Hier irgendwo sein.
Vielleicht. Okay, haben wir solche Sammels noch. Auf dieser Seite ist alles ruhig. Ende. Wir haben vor einer Weile einen Flüchtenden festgenommen, der seine alte ID-Karte verwenden wollte. Das kann nicht richtig sein, oder? Neuer Datenblock 10L4 Teil LN. Defekte Stromleitung übergeben an zensiert BNOC. Okay. Das auch noch sabotieren. Ach du Scheiße! Die Bewegung nichts! Die haben es auf uns abgesehen! Ich bin auf mich allein gestellt! Ich muss Hilfe holen. Schnell! Und dann. Oh, ich hab Jumpcast. Eliminiert. Scheinblässer. Aber ich würde damit mal sagen, mit dieser Eliminierung war es auch mit dieser Folge. Haut rein und in der nächsten Folge erreichen wir hoffentlich auch den Datentresor. Damit haut rein und bis zur nächsten Folge, meine Lieben. Ciao.